Willkommen zurück zu Let's Play Moonshine, das Spiel mit den meisten Katzen, Bierdeckeln und der wichsten Dungeon der Welt. Ja. An meiner Seite der John McCloud. Yay, hey, yo, und ich habe überhaupt keinen Bock mehr, Wälder zu sehen. Ich auch, ja, aber wir müssen nochmal zurück. Immer schön gießen. Klar. Ach ja. Ja, aber unsere Belohnung durch all die Wälder ist ja dieses Dorf jetzt. Um diese Tageszeit kann man die meisten Fische fangen. Deshalb geht um diese Zeit niemand fischen. Was? Hä? Das klingt irgendwie bescheuert. Ja. Gut, dass wir da einer Meinung sind. Sie haben doch keine Ahnung vom Fischen. Beim Fischen geht es um gemütliches Nichtstun. Um diese Zeit zu fischen ist viel zu anstrengend. Ah ja. Ein sehr engagiertes Dorf, ich merke schon. Also, Fischverkauf ist hier nicht angesagt. Gott, ey. Die wollen nur fischen, wenn sie nichts fischen, ey. Bescheuert. Meine Mutter hat mir erzählt, ein Mädchen hat mal einen Finger verloren, als es an der Wäscheleine herumgeklettert ist. Ich habe Angst. Ein Fall für Mythenakte LP. Oh mein Gott. Scheiße. Die Hintergrundmusik von Naples empfinde ich als unendlich gemütlich, aber das neue Weltkarten-Theme ist auch wunderschön. Dir ist klar, dass du in einem Spiel bist, ne? Ja, wie schön, dass ich nichts davon höre. Ich kann nicht mal zustimmen. Ja. Scheiße, ne? So, was hast du denn hier? Ja, gut. Fische gibt's natürlich hier nicht. Mhm. Wobei, hier liegt noch Fisch, oder nicht? Ah. Finger weg vom Fisch! Er muss erst kräftig austinken. Was? Ach so, ausstinken! Oh Gott. Austinken, hey! Das verleiht Narbe diesen charakteristischen Durst. Wunderschön. Ich weiß, was sie meinen. Leider, ja. Das kann man sich vorstellen, ey. Das Leben hier ist schön. Okay, es ist langweilig und es stinkt überall nach Fisch, aber es ist schön. Und jetzt wissen wir, warum überall Katzen existieren. Ja. Wie wär's? Interesse an einer Quest? Eine Nährquest, wenn ich bitten darf. Wunderbar. Also gut, hört zu. Ich bin ein großer Fan von Knochen. Irgendwo soll es einen Wald geben, wo man viele bekommen kann. Für jeden Knochen, den du mir bringst, schreibe ich dir 2000 Punkte auf mein Punktekonto im Schrein von Adishan Gut. Haben wir schon mal Knochen gefunden? Ja. Nö, ne? Super, es gibt noch einen Wald. Der wird auch niemals was finden, denn der kommt nicht vom Fleck. Ja, wahrscheinlich. Bitte, Girl. Morgen soll ich das erste Mal raus zum Fischen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ja, nur blöd, dass es morgen keine Fische gibt. Tja. Alles beabsichtigt. Achso, ja, wir haben ja auch noch Tür. Voll gerade rausgehen. Könnten auch noch in die Häuser gehen. Wo hat er bloß den Schnaps versteckt? Was bleibt einer armen Fischersfrau denn außer dem Alkohol? Ach Gottel. Wer ist mit Liebe? Meine Frau könnte mein Fischernetz ruhig mal wieder flecken. Wozu halte ich sie mir denn sonst? Alles klar, ey. Kein Wunder, dass sie sich besäuft. Ja. Würde ich dann auch da. Oh Mann. Was ist denn hier? Nee. So, Meister, was gibt's denn hier? Wenn er träumt, kann ich ja sein Essen verputzen. Selber schuld. Die sind irgendwie... Alle Bewohner sind hier voll selbstsüchtig. Ich liebe den Sonnenuntergang. In ein paar Jahren werde ich mir einfach ein Boot nehmen und ihm entgegenschiffen. Wem? Achso, ihr Sonnenuntergang. Ja. Ja, gut, dann
Mach das mal. Ja, ne? Kitty! Ja. Oh weh, mein Zahn bringt mich noch um. Gehen Sie doch zu einem Zahnarzt. Wozu? Er steckt mir doch im Rücken. Was? Was ist das für ein Dorf? Ich will hier weg. Schnell. Ein bisschen gruselig das schon. Leute, letztendlich haben wir mal wieder nur Bierdeckel bekommen. Super, ey. Es hat voll nicht gebracht, der ganze Umstand. Also, och, Mann. Wenn ich mal ein Fazit ziehen dürfte. Ne? Ja. Bisher war das Spiel ja richtig geil. Aber mehr als Bierdeckel. Ja. Gibt's halt also, einfach nicht mehr. Man muss wirklich, also so schön wie das Spiel auch gemacht ist, mit der Gruppe, die man hier hat und so, aber man braucht ein bisschen größere Motivationskurve. Weil, wenn ich jetzt schon wieder den Wald sehe, dafür kriege ich Bierdeckel. Wow. Also, ehrlich, Leute. Bro. Vielleicht erst alles in Minus bringen, damit ich da auf die rechte Seite wieder rauskomme. Ja, vielleicht ignoriert den Scheiß einfach und rennt die ganze Zeit nach unten rechts und ich weiß ja nicht. Ja, wie du sagtest, wenn alles ein Minus ist, dann kommst du vielleicht raus. Aber das ist auch so eine Sache, ne? Wenn man einen Anhaltspunkt hätte, wenn das ein Rätsel jetzt wäre oder eine Matheaufgabe, mein Gott, was weiß ich, da könnte man so viel draus machen eigentlich. Da hätte man wenigstens einen Anhaltspunkt, wo man anfangen. Ja, aber das hier, man hat nichts, man muss rumirren, man muss den richtigen Ort finden, das ist echt fies. Also ich bin ja echt kein Fan von Trial and Error, ne? Wenn das irgendwie logisch erklärbar ist und uns an fehlerhaften Können mangelt, dann bin ich echt ja willens, sowas zu versuchen. Aber nicht so, nicht so. Ja, ja. Deswegen, vielleicht, ich weiß halt nicht mehr, was unser Stadtwert hier war, aber hier in der Nähe des Stadtwerts, dass es da vielleicht auch rausgeht, keine Ahnung. Ich hab gut 0 und hab ich auch schon versucht, also dann kannst du nicht liegen. Ach, Karl. Wir müssen hoffentlich da nicht mehr hin. Und, ja, warum auch? Also, um Gottes Willen. Oder zumindest, wenn wir storytechnisch nochmal hin müssen, dann bitte mit einem Hinweis. Ja, ich find's halt einfach so ein bisschen schade. Das Spiel hat so gut angefangen und storymäßig ist es ja immer noch schön. Es ist auch mit einem schönen Charme, aber ich find's halt einfach. Die Dörfer sind mir zu leer, weil du müsst dich ab in irgendwelchen Dörfern zu kommen, müsst dich da irgendwelche nervigen Wäldern ab, nur für blöde Bierdeckel. Und das ist für mich einfach kein Anreiz. Das zahlt sich nicht aus, einfach der Umstand, den man hat. Ich meine, es ist nichts außer, oh komm, nervige Leute, die Grütze labern und Bierdeckel. Das ist halt einfach uneffektiv für mich. Man fühlt sich im Moment nicht wie ein Held, man fühlt sich eigentlich wie so ein Dorfdepp, der um die Welt rennt. Ja. Man fühlt sich wie ein Penner, der Bierdeckel sammelt. Ja, so ist es halt. Aber kein Held. Wie gesagt, bis auf diese Sache ist das Spiel ja an sich kritisch. Cool. Deswegen habe ich es dir ja auch vorgeschlagen und ja. Ich meine, gut, wir müssen es ja nicht machen, aber ich weiß halt nicht. Mhm. Oh! Ja, wir sind ja schon draußen. Oh, das war ja hier Rekordzeit. Ich weiß nicht, ich habe jetzt wieder einfach nur 0 gemacht. Okay, gut. Ich kraft das System. Ich hatte vorhin auch 0-0 gehabt, aber. Ja, ne? Da hätte ich mal weitergehen sollen. Ach, egal. Keine Ahnung. So. Wer weiß. Dann gucken wir mal hier rein. Das ist Nohin. Wo geht's hin? Nach Nohin. Nirgendwo hin, ne? Nohin. Irgendwie ist in letzter Zeit überhaupt nichts los. Es ist klar zum Heulen, wie langweilig es doch geworden ist. Nohin. mal den Teufel nicht an die Wand. Wohin denn? Nohin. So schlecht. Wohin genau? Nein. Wohin willst du denn? Ja, Nohin. Ach so, das sind Schlafzeichen. Oh. Ja. Oh. Oh.
Zum Glück ist er nach einem harten Tag immer sehr müde. Da bleibt mir viel Zeit, um zu lesen. Wow. Zähl dich dazu. Ja, wie ich schon sagte, ne? Zum Glück. Ach ja. In dieser Welt fehlt einfach die Liebe. Ja, Liebe und Leidenschaft fehlt hier eindeutig. Wäre alles besser. Ja, speichern, warum nicht? Als hätte ich's nötig. Sind wir eigentlich überhaupt in der richtigen Richtung? Also ich meine, ich sehe nichts irgendwie, was vor. Ich vermute mal, ich weiß nicht, storytechnisch vielleicht doch in diese große Stadt, wo da am Anfang war, aber hier. Ja, da ist aber auch kein Eis. Ja, stimmt, wir müssen ja in eine Eisgegend. Da war ja was. Mach dir bitte keine. Was? Also sagt die. Mach mir hier bitte keine Szene, Schatz. Oder sagt das der Kerl? Ich hab keine Ahnung. Steht die Schlipse mich in dieses komische Städtchen. Jetzt wird nur noch, dass wir morgen nach Miria fahren würden. Aha. Tja. Tja, wissen wir Bescheid, ne? Vielleicht einfach mal eine Runde. Getrennt Urlaub machen oder so. Achtung! Das Bierfass konnte noch immer nicht aus dem Boden geholt werden. Okay. Das Wasser aus dem Brunnen schmeckt irgendwie seltsam. Ja, überleg mal warum. Schlimmeres, ne? Mit meinem schicken Outfit kann ich gut auf die Jagd gehen. Allerdings habe ich keinen Schimmer, was man da eigentlich macht. Toll. Ich gebe dir einen Tipp. Jagen. Das sind so Helden, ey. Bis ich kotzen muss! Bitte nicht in meine Richtung! Bitte. Kann ich nicht toll tanzen? Wach auf, Kleine. Du solltest dir lieber einen Freund suchen, du wirst auch nicht jünger. Tja, das soll's auch finden. Ja. Hat gesessen. Ich wollte mich halt anpassen, sorry. Ja, hat ja auch gepasst. Ich bin ein lästiges kleines Kind mit struppeliger Frisur. Oh oh. Das brauchst du mir nicht zu erzählen. Achso. Ich frage mich, wie die Mondscheinbrauerei ihren Waren ausliefert, wo sie doch auf einer kleinen Insel liegt. Und das ist ein Stichpunkt, denn liebe Grüße an Markus, The Brain. Du hast ja erzählt, dass irgendwie bei der Mondscheinbrauerei dort soll ein Special Boss sein, wo wir nur so mit unserem Bierdeckelöffner hinkommen können. Hörst du das Ding? Ah, okay. Ich glaube schon. Wieso soll ich eigentlich seine dreckige Unterwäsche waschen? Aus Liebe? Liebe? Pah! Zählt anscheinend nichts. Ja, diese Welt braucht mehr Liebe. Ja. Ja, das Alter kann ein ganz schön zusetzen. Ehe man sich versieht, ist bei 20, dann 30, 40, 50 und so weiter. Ich will gar nicht darüber nachdenken. Das macht einen nur noch depressiver. Andererseits habe ich es dann bald hinter mir. Och Gottel. Ja, denk positiv. Ja. Mutters Kaffee ist immer noch der beste. Alleine deshalb lohnt sich ein Besuch bei den alten Knackern immer wieder. Oh Mann. Welch Respekt. Ja. Jo, da stimmt mir sogar die Katze zu. Wenn ihr ein Schiff sucht, das euch nach Miria bringt, findet ihr sicher einen preisgünstigen Anbieter im Hafen. Aha. Am Steg, meine ich. Man ist sich offenbar nicht einig, was das ist. Sollen wir mal nachforschen? Na klar. Oh, schönes Schiff. Schön brauchen. Dass wir vor dir im Meer Gast sind? Die Wette habt ihr doch schon gewonnen. Ihr seid ein Programmierfehler. Ja.
Ja. Diese Insider, wie gut. Oh Mann. Wie kommen denn Sie hierher? Ach, wisst ihr, ist doch nicht so wichtig. Wie sieht's aus? Braucht ihr eine sichere Fahrt nach Miria, dem Kontinent des ewigen Eises? Kostet euch nur 1000 Tri. Noch nicht. Na gut, überlegt es euch noch. Ich will erst die große Stadt noch öffnen. Jetzt, wo wir wissen, wo es weitergeht. Hm. Ich fliege ja immer zu sagen, erst zum Optionalen, dann zum Optimalen. So sieht's aus. Ah ja, komm, einen kleinen Brückenweg kann man noch machen. Nimm doch mal die Kiste, Wächter. Wird auf ewig herumfliegen. Was, wie heißt die Stadt? Arichon, Arikon. Ah. Warum liegt hier Stroh? Das musste ja gerade sein. Kein so einer großen Stadt, ne? Finger weg vom Obst. Das ist kein Witz. Sonst beißt es dich noch die... Was? Die Finger ab? Hit. Okay. Fingerbeißendes Obst? Ja, ja. Aha. Interessant. Hm, passiert nichts. Wäre jetzt lustig gewesen, wenn was passiert wäre. So irgendwie so ein random Battle oder so. Ja, oder so einfach so ein Schnaps und dann einen HP weg. Hier steht nichts drauf. Wozu schlagen Sie hier leere Zetteln an? Damit Sie dummer drüber wundern. Wunderst du dich jetzt? Oh nein! Überall steht wieder das Stroh herum. Da werde ich mit dem kleinen Racker wohl öfter suchen gehen müssen. Soll ich helfen? Okay. Warum auch nicht? Kann ich beruhigen, hier ist nix. Ah, endlich wieder Strohzeit! Jetzt werde ich wieder kräftig Geld in meine Taschen buttern. Pass bloß nichts an! Es sei denn, du willst etwas kaufen. Oh ja, Stroh. Dieser Unterton da, ne? so lecker Stroh rum, ne? Ja, das wäre eine Alternative zu Stroh. Ne? Halt. Eine bessere, auf jeden Fall. Zumindest hat man da mehr vorne, ja. Was ist das für eine bescheuerte Stadt? Allgemein, dieser ganze Kontinent ist sehr merkwürdig. Ja, irgendwie behindert. Und ich bin heilfroh, dass ich nicht dieser arme Kerl bin, um den ständig diese nervigen Kinder rennen. Ich glaube, da können wir alle froh sein, dass wir nicht er sind. Der Händler sagte mir, mit diesem metallenen Gewand liege ich dieses Jahr voll im Trend. Glaubst du, das stimmt? Lack und Leder? Das ist doch nur für den Heimgebrauch. Oh ja. kennt sich aus, gut. So, was ist das für ein Laden hier? Äpfelchen. Vitamin-Drop. Okay. Stell dir doch mal den Wecker morgen. Gut. Ja. Na schick. Vielleicht sollte ich noch etwas Brot einkaufen. Oder doch lieber eine neue Rüstung. Äpfel sollen ja auch sehr gesund sein. Hat auch alles so viel Sinn zusammen. Jetzt so, ne? Oh ja. Ach, da ist der Typ. Du arme da kommt Sau. Man an den ran, ne? Yeah. Das muss die Hölle auf Erden sein. Es kann gar nicht schlimmer kommen. Doch, wenn ich mitmache. Oh, verdammt. Nein. Oh Mann, wie ist denn los? Hui. Hui. Hui, 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 hui. Okay, es reicht. Mein Vater erzählte mir mal von einer alten Kapelle, die irgendwo... Ach, ich hab's vergessen, wo sie war. Ach, die haben wir schon gesehen. Jo. Wie wär's? Interesse an einem Quest? Wunderbar! Alles gut, hör zu!
Irgendwo soll es einen Sumpf geben, in dem ein Dunkelgeist und ein Zeitgeist hausen sollen. Hm. Tja, für jeden Dunkelgeist oder Zeitgeist, den du mir bringst, bekommst du 10.000 Punkte auf deinem Punktekonto geschrieben, na? Wie wär's? Mach doch! Nett. Du Depp, du! Als hätte ich's nötig. Ich sammle lieber Bierdeckel. Yay. Wir sind ja schließlich der Penner vom Dienst. Ich weiß nicht, die Küche ist einfach viel zu hoch. Wie soll ich da etwas zubereiten? Stell dich auf den Hocker oder heb. Lass sie hochheben oder springen. Mein neuer Umhang ist doch tauschig. Mit den blauen Haaren und den roten Schulterschützern. Schau, ich aussehe ein echter Abenteuer. Unbedingt. Ich will hier weg. Hey, die haben echt alleine eine Klatsche. Und Bierdeckel. So. Als Zeichen meines Wohlstands trage ich ständig diesen Pelzmantel. Ich schwitze zwar wie ein Schwein, dafür bin ich reich. Oh Gott. Und da sagt noch einer, die Reichen seien extravagant. Wie meinen? Ich kippe gleich. Oh Mann. Hä? Die ist ja hübsch. Und blöde, was machst du da? Tut das nicht weh? Es gibt Tage, da könnte ich glatt durch Wände laufen, aber irgendwie scheint es heute nicht ganz so klappen. Ja, man sieht's. Also irgendwie, ich hab Angst vor diesem Kontinent. Ja, das ist ja auch das Gerücht, das um Voldemort herrscht, ne? Dass er das falsche Gleis erwischt hat und deswegen seine Nase. Ja, egal. Wer weiß. Ja. Eigentlich ist er total missverstanden und eigentlich ja. Recht netter. Ne? Ja, ja. Er hat halt nur einen scheiß Tag erwischt. Eben. Eine Legende besagt, dass Archon auf dem Wrack eines alten Schiffes gebaut worden ist. Ich frage mich nur, welches Schiff so weit auf dem Land gelegen haben soll. Viel glaubwürdiger ist da die andere Legende. Die Gründer der Stadt waren viel zu betrunken, um noch einen Schritt weiter zu gehen. Ja, das klingt irgendwie realistischer. Ja. 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 Ne? Ob mir diese Richtung passt? Weiß ich nicht, aber... ach, egal, ja? Ui, schwach. Oh yeah. Schwaches neues Zeug. Gib her den Mist nicht. Der Herrscher reif. Ach, geh doch nach Hause, mit deinen Lumpen. Ich komm nicht raus. Bin eingesperrt. Ui. Ich renne im Kreis, wui! Wow. Seht mich an! Ich bin so betrunken, ich könnte glatt diese Stadt mitgegründet haben. Ganz sicher. Ganz sicher. Gott. Aufstehen! Okay, dann nicht. Tschüss. Ausrauben. Warte, hat er nichts. Achso, die hab ich schon. Tja, Mensch, spannend ist es hier. Ui. Ja, ein Haufen Bekloppter. Ich lebe schon seit meiner Geburt hier, aber das Schloss war schon immer abgeschlossen. Man erzählt sich vor vielen, vielen, vielen Jahren. Hat der Hausmeister den Schlüssel verloren. Na toll. Eine tolle Geschichte. Ja. Scheint eine Gedenkstätte zu sein. Die Schrift ist leider nicht mehr zu entziffern. Das Ding steht hier wohl schon eine Weile. Wahrscheinlich ist das hier der Ort, wo wir mit unserem Bierschlüssel den optionalen Super Endboss Mega Hyper Extreme Gegner of Doom besiegen können. Abgeschlossen. Hatte ich den nicht? Ja. Vier Schlüssel. Scheinbar nicht hier. Entweder kommt das noch, oder es war woanders. Oder. Oder was? So. Wer weiß, wer weiß.
Hallo, Locke. Jetzt gibt es nur noch uns beide, dich und mich, meine geliebte Pfeife. Ja. Bäcker. Ja, Mensch. Ich hätte gern Butterbrezel. Und ein Bierdeckel. Und ich, ja. Wir machen das beste Brot der ganzen Welt. Ihr seid doch die einzige Bäckerei, die ich bisher gesehen habe. Tja, wir haben eine Monopolstellung. Jetzt rate mal, warum sie die besten Brote machen. Na sowas. Ja. Ach, ich bin heute wieder viel zu nuttig angezogen. Also wissen Sie. Ich hab nicht gedrückt. Und meine Hüften haben auch wieder einiges an Fett angesetzt. Sind Sie der Meinung... Ist genau dramatisch. Und überhaupt, sehen Sie sich doch diese Finger an. Sehen Sie, wie dick sie sind? Hat ja doch keinen Sinn. Ich finde das so geil, wie einfach ist der unterbrochen wird. Sehr gut. Er ist ein bisschen so, Spielfehler oder so. Ja, schon beabsichtigt. Verzeihung, wo ist es rau und eisig kalt? Kühlschrank? Warum können Sie nur den Kontinent Miria meinen? Zumindest fällt mir gerade nichts Besseres ein. Wie komme ich dorthin? Nordöstlich von hier liegt der Staat Nohin. Und das ist ein Krankenwagen. Sorry. Ja. Das... Dort liegt sicher ein Schiff vor Anker, das Sie dorthin bringen kann. Danke. Bitte. Tja, die Krankenwagen, die müssen ja, halt auch das existieren. Das ist halt das Schicksal, wenn 100 Meter entfernt das Krankenhaus ist. Was schon mal. Hat Vor- und Nachteile. Huch, warst du immer schon hier? Ich wünschte, ich könnte Klavier spielen. Wozu hast du ein Klavier, wenn du nicht drauf spielen kannst? Ich dachte, ich könnte spielen. Ich habe es mir einfach gekauft. Ich habe sämtliche Ersparnisse gekostet. Daraufhin haben mich Frau und Kind verlassen. Oh. Das muss schrecklich gewesen sein. Spinnst du? Du hättest sie mal sehen zu müssen. Ich sag ja, die Liebe fehlt ja. Also. Gott, ey. Bescheuert. Der ganze Kontinent ist bescheuert. Der ganze Planet im Grunde. Seit wir hier sind. Im Bergwald von Nohin soll es in einer Höhle eine Chaos-Metall geben. Ich wüsste so gerne, was dahinter ist. Leider ist der Höhleingang von Archon aus eingebrochen. Und den ganzen Weg zur anderen Seite zu laufen, ist mir da doch viel zu Aufwand. Kluges Kerlchen. Fauler regiert die Welt. Ja, hab ich schon aufgemerkt. Ich geb dir gleich was, ja. Das hier ist das beste Casino der ganzen Welt. Na gut, es ist auch das einzige, aber trotzdem das Beste der Welt. Einfach unglaublich. Leute, ich möchte kurz darauf hinweisen, wenn etwas als einziges existiert, ist natürlich selbstverständlich, dass es das Beste ist, weil es gibt nichts anderes. Es könnte aber auch gleichzeitig das Schlechteste sein, ne? Das muss man beherzigen. Könnte sein, ja. Ja, weil eben einzigartig. Depend. Wir haben in letzter Zeit kaum Kunden. Seit die Mondscheinbrauerei nur noch den alten Sünder beliefert, gehen alle Stammsäufer nur noch dorthin. Ach so. Ja, das ist Pech, ne? Kann man hier Minispiele? Minispiele! Oh, Minispiele, Dart. Ey, wenn hier keine Minispiele gibt, dann hier ist ein echtes Spiel. Machen Sie Ihre Einsätze! Oh, cool. 100 Spiele. Wie viel möchten Sie einsetzen? Alles, mein Gott. Bitte wählen Sie eine Farbe. Rot. Wählen Sie eine Zahl zwischen 0 und 36. 17. Immer die 17. Rot. 36. Achso, hat's schon. Es tut mir leid, Sie haben verloren. Sie verlieren 1003. Oh Gott, das ist die Wahrscheinlichkeit unglaublich gering, dass man gewinnt, oder? Ja, und deswegen gehe ich wieder. Alter. Das Casino ist noch sehr neu. Alles außer dem Roulette-Tisch sind Attrappen. Toll. Da wollte ich gerade eine Runde Billard spielen. Ja, ne? Billard ist so schön. Oh ja. Wie vermisse ich es eigentlich? Aber meine Kumpels, die sind dazu nicht mehr zu bewegen.
Tut mir leid, wir können sie nicht durchlassen. Tut mir leid, wir können sie nicht durchlassen. Ach, Billard ist einfach nur schön. Ja. Billard und Dart sind eh die besten. Ja. Okay. Doofes Casino. Ja, ich hatte gehofft, jetzt so geile Minispiele und so. Ja, ne? Hätte ein bisschen mehr machen können jetzt. Ne, also, Ani. Ne? Ani-kun, Chan, was soll man, wenn du das Spiel Let's Play siehst, ne? Bau noch ein DLC ein. Ja, wir brauchen Minispiele. Auf jeden Fall. Ich bilde mir jetzt schon einen Bierdeckel ein hier. Mhm. Gut. Ich glaube, wir haben die City hier auch fertig. Joa. Die sind bekloppt, wir sind bekloppt. Im nächsten Part geht es völlig bekloppt zur Eiswelt. Mal schauen, ob wir uns da zu Tode frieren. Ich würde es mir ja schon fast wünschen. Ja, bei der bekloppten Welt vielleicht Ja, Leute, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, ihr habt's genossen und seid nicht ganz so bekloppt wie ja, wir. Ja, du hast die letzten Worte. Ja, Mensch, trotz allem waren es doch schöne Stadterkundungen, auch wenn die ganzen Bewohner ein bisschen unterzivilisiert wirken. Trotz allem, wir wechseln den Kontinent, es wird kälter, wir gehen der Hauptstory nach. Ich bin gespannt, ob das Ganze dann nochmal ein bisschen an Fahrt gewinnt. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.